Noch ist der erste FC Düren Tabellenführer der Mittelrheinliga. Doch das könnte der SV Bergisch Gladbach ändern. Das Team von Helge Holt zuletzt mit einer Aufholjagd. Die 09er nur noch 2 Punkte entfernt. Auf Platz 3 könnten, wenn Hennef auch patzt, heute sogar die Tabellenführung übernehmen. Ganz anders wird das Pepe Brunetto sehen wollen. Es ist das berühmte 6-Punkte-Spiel im Kampf um den Aufstieg vor immerhin 400 Zuschauern an der Westkampfbahn. Düren in Weiß von links nach rechts mit Brasnic. Top-Torjäger bei den Dürenern liegt gleich auf mit Metin Kizil auf Seiten von Bergisch Gladbach. Auch das ein Duell, das wir heute sehen. Nächste Chance wieder Brasnic per Freistoß. Schein dazwischen verhindert Schlimmeres. 16 Tore hat er schon gemacht. Marc Brasnic. Und jetzt kommt Bergisch Gladbach mit Rücker. Aber noch wenig erfolgsversprechend. Stromberg. Kizil. Zunächst abgeblockt, wieder Stromberg, gut durchgesteckt für Jonas Rücker. Kein Problem für Dautzenberg, es bleibt beim 0:0 zur Pause in einer chancenarmen, aber hochkarätigen Partie. Wir steigen wieder ein in der 52. Minute, Freistoß und er landet bei Wipperfürth. Düren führt durch Markus Wipperfürth. Bedankt sich hier bei seinem Co-Trainer Faton Popova. Aber er kann sich noch viel mehr bedanken bei Patrick Friesdorf, der ihm hier den Ball auf dem Silbertablett serviert. So muss der Linksverteidiger nur noch einschieben. Sein erster Saisontreffer und der könnte ein ganz wichtiger sein. Jetzt auch die Aufholjagd im direkten Vergleich. Friesdorf, der Unglücksrabe, versucht es. Der Ball geht aber rechts am Tor vorbei. Es ist weiterhin ein Spiel auf Messerschneide. Konterchance Düren durch Adis Omer Basic. Versucht es einfach mal, warum nicht? Der Bosnier mit viel Tempo über die rechte Seite. Brasnic kann er hier nicht finden. Dann nochmal der SV Bergisch Gladbach. Wir sind schon in der Nachspielzeit, aber auch da hat Dautzenberg die Finger dran. Dadurch bleibt es am Ende beim 1:0 für den ersten FC Düren. Der Tabellenführer gewinnt, kann damit Abstand gewinnen, zumindest auf Bergisch Gladbach, denn Hennef hat gleichgezogen und der Trainer zeigt sich erleichtert nach dem Sieg. Pepe Brunetto bei Fabian Basdorf. Vorab bin ich extrem erleichtert, dass wir das Spiel jetzt 1:0 gewonnen haben. Ja, es war das erwartete schwere Spiel. Ich glaube, über die gesamte Spielzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Speziell die ersten 15 Minuten hat uns Bergisch Gladbach ja schon vor Problemen gebracht. Auch wenn da jetzt keine zwingende Torchance rauskam, aber die waren schon sehr, sehr, sehr griffig in ihrem Anlaufverhalten. Und wir waren speziell, wie gesagt, in der Anfangsphase waren wir da sehr, sehr nervös. Und ja, mit zunehmender Spielzeit haben wir dann eine gewisse Nervosität abgelegt. Jetzt kann man erstmal feiern. Am letzten Spieltag der Hinrunde geht es dann zum SV Eilendorf.